Reiten macht mir sehr viel Spaß, weil man mit Lebewesen zusammenarbeitet, die auch ein eigenes Gemüt haben und jedes Pferd ist anders, wie beim Menschen auch. Und da mit solchen Lebewesen dann zusammenzuarbeiten, neue Sachen zu lernen, das macht am Reiten eigentlich enorm viel Spaß, ja. Ich denke, ich bin Reiter geworden, weil meine Eltern natürlich auch dem Reitsport schon sehr verbunden waren. Aber ausschlaggebend war natürlich, dass ich selber auch so ein Interesse daran hatte, mit solchen Lebewesen zusammenzuarbeiten, weil mir Pferde ja sehr am Herzen liegen und weil ich auch einfach diesen Ansporn habe, um aus einem Pferd was Gutes zu machen und zusammen mit einem Pferd das Pferd zu entwickeln zu einem Hochleistungssportler. Und wie war es, bei den Olympischen Spielen zu gewinnen? Ja, also das war für mich so bis jetzt mit die einer der schönsten Erfahrungen überhaupt, dass ich da an den Olympischen Spielen teilnehmen durfte, weil das auch ein Kindheitstraum von mir war. Mein Pferd hat nicht nur sehr viel dazu beigetragen, ich glaube, der hat am meisten dazu beigetragen. Das ist schon ein außergewöhnliches Pferd und ich denke, auch in meinem Leben werde ich nie wieder so ein Pferd ja, unterm Sattel bekommen. Ich glaube nicht, also der weiß schon, wenn er was Gutes gemacht hat, aber ich glaube, er kann nicht einschätzen, okay, das waren jetzt Olympische Spiele, was das jetzt bedeutet. Aber wir haben es ihm natürlich probiert, so deutlich wie möglich zu machen, dass er wirklich eine tolle, tolle Leistung abgeliefert hat. Und dann gibt es dann schon die ein oder anderen Leckerlis mehr oder Möhren mehr und Äpfel mehr. Die bekommt er eigentlich sowieso, aber so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt er dann schon. Können Sie von Ihrem Sport leben? Es ist grundsätzlich schwierig, von dem Sport zu leben, aber es geht schon, wenn man halt gerade, weil es relativ gut bei uns läuft, weil wir sehr erfolgreich sind, ist natürlich viel Nachfrage da für Unterricht und auch für Leute, die mal ein Pferd suchen, die uns dann ansprechen, dann geht es schon, aber auf die Dauer sollte man, denke ich, schon gucken, dass man nebenbei noch ein zweites Standbein hat.